Es wird Zeit, dass wir uns wieder neu einkleiden. Willkommen wieder zurück zu Super Mario Odyssey. Wir kaufen uns das Metall Mario Outfit. Und es ist nicht nur irgendein Metall Mario Outfit, nein, es ist der Metall Mario aus Super Mario 64. Mit ihm werden wir heute ein bisschen New Donk City unsicher machen. Wir haben auch im letzten Part auch ein bisschen Nostalgie erlebt. Gerade Super Mario Bros. Ich glaube, hier oben ist Koopa Free Running, ne? Willkommen auf meinem Motorroller-Parkplatz. Oh. So, Koopa Free Running ist da oben. Ich glaube, hier gibt es, glaube ich, zwei Vögelchen zu holen. Ich glaube, hier oben ist Prinzessin Peach und Tiara. Normalerweise sollte auch hier ein Vogel rumschwirren, aber da er gerade hier nicht in der Nähe ist, würde ich vorschlagen, wir besuchen mal. Haben wir den schon besucht? Bin mir jetzt ehrlich gesagt unsicher. Ja, wir haben ihn schon besucht. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen Richtung dieses Parks. Denn hier ist auch ein Vogel unterwegs. Aber der ist nicht so leicht zu kriegen. Laut dem Ding. Ah, da ist auch der Hund. Ah, shit. Geh weg da. Ah, das sind nur Münzen. Okay, such besser, Hund. Komm. Komm. Such den Powermond. Ah, du meinst, der ist hier irgendwo? Das ist kein Powermond, das ist Bullshit. Obwohl, Münzen kann ich immer gebrauchen. Okay, wir müssen wahrscheinlich sehr, sehr bald, sehr, sehr intensiv Luigis Ballonjagd spielen. Okay. Let's go. Im Park gefunden. Guter Hund. Scheiße. Da war jetzt der Vogel gewesen. Vielleicht kommt er. Er fliegt jetzt genau zur anderen Seite rüber, oder? Da ist, der kommt jetzt hier gleich angeflogen. Nein! Yes! Flatterhaft im Park. Okay. Das heißt, wir sind, glaube ich, hier fertig. Guck mal ganz kurz nach, ob wir den Mond schon haben. Okay. Haben wir. Da verlassen wir hier den Park. Und wir gehen direkt mal in diese Secret Pipe da rein. Die wir auch im letzten Park gesehen haben. Schauen wir mal, was da drin so los ist. Oh. Es ist finster. Ah. Ich weiß schon, was auf mich zukommen wird, ne? Ah, das ist eine Abkürzung. Also eine Verbindung zur anderen Seite. Ah, hier sind unsichtbare Blöcke. Was ist da? Aha. Ein Powermond, eine Insel in der Finsternis. Okay, das ist, glaube ich, relativ chillig. Diese Aufgabe. Oh, muss ihn halt nur ein bisschen verarschen, den guten Gegner da. So. Ah, ich bin gespannt.
Und ob da noch irgendetwas... Ja, das sind nur Münzen versteckt. Okay, ich glaube, ich muss ganz nach oben gehen, ne? Ah. Das ist gar nicht mal so einfach zu erreichen. Okay. Wow. Er hat mich gesehen da oben. Nein. Ah, in diese Stacheln darf ich nicht reinfallen. Okay. Ich hab's verstanden. Also umbringen darf ich den Typen nicht. Okay, auf einen finsteren Berg. Wir sind, glaube ich, durch hier. Wahnsinn. Okay. So, da war ja der Typ mit dem Bike. Okay, immerhin kriege ich ein paar Münzen. Oh, schade. Es sind wieder zwei Ballons, die mitten in der Luft... sag ich schon, zwei Ballons, die mitten in der Luft schweben. Zwei Monde, die mitten in der Luft schweben. Okay. Ich glaube, da oben ist ja auch noch einer. Eieiei. So, erstmal ganz nach oben. Ich weiß nicht, was der Football hier zu suchen hat. So, den haben wir ja schon. Alles klar. Hier bin ich mir ehrlich gesagt sicher. Aber ich glaube, den war... Oh ja. Haben wir auch schon. Ja, moin. Okay, wie komme ich jetzt am besten zu diesem Powermond rüber? Ja, ich würde sagen, ich gehe einfach mal hoch. Nochmal. Und springe, glaube ich, von oben da runter. Ja. Es ist zwar keine schlaue Idee. Aber ich mach's trotzdem. Lol. Hängepartie zwischen Gebäuden. Eigentlich hätte ich ihn anders holen müssen. Glaube ich. Ja, es tut ein bisschen weh. Okay. Ah, da drin. Not Peach. Aber mir werden hier zwei... Hunde angezeigt. Ach so, Moment. Einer ist da drin, oder? Ja. Und der spawnt natürlich hier auf einer beschissenen Stelle. Aber okay, aus einer Holzkiste gesprungen. Aber der ist nicht der einzige Mond, den wir hier kriegen können, sondern ich glaube, da drin war ja noch ein Japo. Ja, und Cappy sagt, dass es hier noch etwas gibt. Wir müssen die ganzen Hüte erstmal ganz genau betrachten. Da! Wie hast du mich gefunden? Dabei habe ich mich so gut versteckt. Ich schenke dir das Tier. Gut versteckt spielt in der Menge.
Okay. Gehen wir, glaube ich, raus. Und dann sind wir hier schon mal durch, nehme ich mal an, ne? Ja. Da haben wir noch ein paar Secret Röhren auf Phones. Aber ich glaube, ich würde sagen, ich gehe erstmal zum Checkpoint. Okay, der hat ein bisschen Höhenangst. Das kann ich durchaus verstehen. Weil diese Höhen sind nicht so ohne. Aber ich brauche erstmal diese Stromleitung. Okay. Mit dem Bike. Muss ich erstmal da runterspringen. Ja. Da ist, glaube ich, noch eine Aufgabe für uns. So, er hat hier einen Motorroller-Parkplatz und wir sind sein einziger Kunde. Komm, mal hoch. Drehen, drehen, drehen. Hier so rein. Genau. Glückwunsch, du bist mein allererster Kunde hier, der hier sein Motorroller parkt. Parkplatzsprung ins Ungewisse. Dann gucken wir uns mal diese geheime Röhre mal an. Der wir gerade vorbeigesprungen sind. Ich denke auch an den Flattermann. Ja, da müssen wir noch reingehen. Oh, da sind wieder diese drei Schwestern. Legrand-Schwestern. Jetzt haben wir Hammerbrüder vor uns. Und ich bin mir relativ sicher, wir brauchen die. Das ist gar nicht mal so einfach hier. Scheiße. Ich hab's gewusst, dass das passiert. Oh, mit den Hammerbrüdern ist das gar nicht mal so einfach, weil die hopseln ja und können... Oh, ich bin so blöd. Okay, let's do it. Ja, klar. Leck mich. Nein. Ich wollte mich nur... Eigentlich wollte ich mich nur umdrehen. Aber das darf man hier nicht. Und ich kann mir auch schon vorstellen, wo der geheime Mond platziert ist. Boah, das ist so krampf hier. Ja. Perfekt gelandet, Mario. Und die Gegner kommen gleich wieder. Okay, ich glaube, hier drin ist ein Mond. Ja, perfekt. Natürlich das letzte Teil. Wackelige Stahlträgerkrach. Okay, weg. Wie soll ich das da überleben? Ja, moin. Wie ich da ohne Gegentreffer durchgekommen bin. Wackelige Stahlträger, springen.
Okay. Wenigstens haben wir das jetzt durch. So. Okay, ich hätte es wahrscheinlich hier mit dem Schalter das Ding sagt, triggern sollen. Und ja, wenn ich das gerade schon sehe. Können wir uns diese auf... Ah! Ich glaube, das kennen wir. Aber diesmal ist es mit dem City-Roller. Ja, bleib hängen! Bleib hängen! Hallo? Ja, pff. Was für ein Trottel! Der Spr... Ich fühle mich verarscht. Denn Mario ist zu blöd für diese Scheiße. Also, den Roller gab's bei dem... auf der finsteren Seite nicht. Uff. Aber es ist auch nicht so ohne den Roller. Fuck, jetzt kommt dieser geheime Mund. Moment. Sollte hier nicht. Okay, wo? Zum Geier ist dann der Secret Moon. Ah, der ist da oben. Er ist da oben. Fahr, Junge! Nein! Oh, was? Aber diesen Raum oder diese Art Raum kennen wir. Okay, let's go. Hops, hops, hops. Okay, die Münzringe lasse ich mal. Münzenringe bleiben. So. Das hier ist ein bisschen ekelhaft. Nein! Boah! Oh mein Gott! Jesus! Fahr! Nein, ich fahr vorbei! Ich fahr vorbei! Ey, ich muss sowieso mich umbringen. Der Held der Straßen. Shit. Aber ich frag mich gerade, wie ich... machen soll. Let's go. Let's do it. Let's do it. Komm, 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 komm. Ja, 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 ja. Let's go, let's go. Bats, bats, bat. Bum, bum. Nochmal bum, bum. Hoch, 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 hoch. Fahr, 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 fahr. Geradeaus. Durch, durch, durch. Yeah, und... Scheiße. Junge. Okay, let's do it. Bats, bats, bat. Bum, 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 bum. Okay, let's do it. Let's do it. Okay, go, 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 go. Du kannst es schaffen, Mario. Nein! Fuck. Oh Gott. Ja, ich bin nicht wirklich gut, wenn ich da unter Druck stehe. Oh, fuck. Hm. Oh Gott, das habe ich gerade noch so geschafft. Fahr, Junge, fahr, Junge. Ja. Und nochmal go. Go, go, go. Nein! Wieder voll vorbei.
Ich geh jetzt erstmal wieder mich umbringen. Okay, wenn ich schüttle, passiert nichts. Hopp, 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 hopp. Es ist so anstrengend mit dem fucking Motorroller hier. Platz. So, hier Kurve geschmeidig nehmen. Okay, ganz chillig, ganz chillig. Okay, Vollgas auf dem Motorroller. Das ist so ein Schaß. Okay, wenigstens wir haben es geschafft, ne? Okay, Hauptsache wir haben jetzt, glaube ich, jetzt alle Mondquaderröhren geschafft, ne? Ja, wir haben jetzt nur noch das RC-Auto Cooper Freerunning. Das heißt, es sind 3, 4, 5 Hunde. Und dann müssen wir noch weitersuchen nach weiteren paar Munden. Ich hoffe, euch hat der Park gefallen. Wenn ja, lasst, zeigt es gerne mit einem Däumchen nach oben da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier in Super Mario Odyssey. Bis dann und ciao, meine lieben Leute.